Ja, das Spätwerk von Hans Arp nach 1945, kann man das eigentlich verstehen, wenn man sich nicht die schrecklichen 30 Jahre zuvor in Erinnerung ruft. Die Urkatastrophe des Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg mit dem daraus folgenden Zweiten Weltkrieg waren endlich vorbei. 30 Jahre Angst um Leben und vor Verfolgung waren zu Ende gegangen. Und dies galt besonders für Künstler wie Hans Arp. Deren Sprachlosigkeit bei Beginn des Ersten Weltkrieges manifestierte sich am deutlichsten in ihren Dada-Gedichten, dieser neuen Ausdrucksform als Antwort auf den fürchterlichen Start Europas in die Moderne. Nach kurzer Atempause voller Hoffnung über eine neue demokratische Zukunft dann die schreckliche Erkenntnis, dass in Deutschland mit einer neuen Auflage an Schrecklichkeiten längst untergegangen geglaubte Geister der Vergangenheit erneut zutage kamen. Mit noch schrecklicheren Konsequenzen für den Kontinent. Wie jeder weiß, mit noch tödlicheren Gefahren für die Künstler. Dass die geliebte Frau und Partnerin in der Kunst, Sophie, 1943 sich dann auch noch durch einen wohl falschen Umgang mit einem Ofen vergiftete, hat abschließend so gelähmt, dass es fast verwunderlich ist, dass es überhaupt noch eine Fortsetzung seines Werks nach 1945 gibt. Verwundert es, dass Arps in der Folgezeit des entstehenden Wohlstands die Kunst als den Ort immer verstanden hat, wo wir alle unabhängig von solchen Ereignissen eine Heimat finden können. Wundert es, dass er vor allem in der Nachkriegszeit ganz ausdrücklich als Pazifist diese Nachricht in der Welt verbreiten wollte. Dass diese Haltung sicherlich auch seine Kunst beeinflusst hat, die in dieser Zeit entstehen konnte. Welchen Einfluss hatte wohl der neue Ruhm, der ihn während dieser Zeit eines neuen allgemeinen Wohlstands und seines insbesondere erreichte und welchen die vielen Reisen, die er zum Beispiel endlich nach Griechenland, in die USA und nach Mexiko machen konnte. Und schließlich, welchen Einfluss hatte das Glück der zweiten Ehe mit seiner zweiten Frau Margret? War sie nicht vielleicht sogar der Grund, dass es nach diesen schrecklichen 30 Jahren überhaupt noch Kunst von ihm gab. Unsere heutige Arp-Tagung widmet sich deshalb diesem Spätwerk. In der Forschung hat sie einfach bisher zu wenig Beachtung gefunden. Wir erhoffen uns von ihr nicht nur neue Erkenntnisse, sondern auch viele Anregungen für die von uns seit 2014 vergebenen Stipendien, die sowohl von jungen als auch etablierten Wissenschaftlern und Kuratoren angenommen werden. Aber genauso auch für unsere eigene Schriftenreihe, die solche Themen, die eine intensivere Auseinandersetzung verdienen, aufgreift. Wir sind deshalb voller Erwartung für die Reden dieses Themenfeldes, für die wir eine ganze Reihe von Rednern gewinnen konnten, bei denen ich mich ausdrücklich für ihr Kommen und ihre Mühe bedanke. Des Weiteren geht unser herzlichster Dank an unsere Gastgeber, das Kröller-Möller-Museum, und natürlich an Sie, Frau Lisette Pelzers, dass Sie uns Ihre wunderbaren Räume für die Dauer der Tagung hier zur Verfügung stellen. Also Ihnen und Ihrem Team mit Renske Kohn-Terwert, mein Holländisch ist nicht so gut, Jeanette de Göde, Wanda Vermeulen und Lies Börlich. Unseren ganz ausdrücklichen Dank. Hat's geklappt, ja. Und natürlich auch dafür, dass wir heute Abend noch alle zu einem kleinen Empfang eingeladen sind in ihrer derzeit laufenden Ausstellung The Poetry of Homs. Perfekt, denn wenn man über Arp diskutiert, sich zwischen seinen Werken bewegen zu können, es kann nichts Besseres geben. Und natürlich geht unser Dank anschließend auch noch an die Kulturabteilung der Deutschen Botschaft in Den Haag, die uns diese diesjährige Tagung sowohl finanziell
als auch ideell unterstützt hat. Und an unsere an die Fine Art Partners und deren Inhaber Loretta Württemberger und Daniel Pümmel, die leider wegen Krankheit jetzt ausgefallen sind, die unsere Arbeit seit mehreren Jahren so erfolgreich beratend begleitet haben. Und last not least natürlich vielen Dank an die Seele dieses Ganzen, an unsere Kustodin, Frau Dr. Steinkamp. Lassen Sie uns also beginnen. Vielen Dank für Ihr aller Kommen. Die Tagung ist hiermit eröffnet. Vielen Dank, Herr Böning, für Ihre lieben Worte. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to the Kröller-Müller Museum. We are very pleased and honored to host the second conference on the work of ARP, organized by Stiftung ARP. ARP is a kind of at home at the Kröller-Müller. From correspondence in our archives, we know that he was well disposed towards the museum. In the 50s of the last century, he became aware of the plans of the director of that time, that was Bram Hamacher, to create a collection of modern sculpture, and he felt that he should be part of it. And he decided to present one of his works to the museum. And in 1953, a sculpture named Coquille Cristal arrived in Otterlo. And it's a shining and central bronze. It's in the exhibition, so you're going to see it. And it was actually the first work by ARP in the Netherlands. And even more important, perhaps, was the acquisition by Hamacher of Berger de Nuages for the new sculpture garden in 1961. And from the very first day the garden was opened, this sculpture has been on the same place as is it still now. And there it has become one of the most, welcome, of the most beloved works by older and younger visitors. And to give you just one example, the work even features on this simple lunch bin, this bread bin, together with his lifelong friend, Sculpture Flottante by Hungarian sculptor Marta Pan. And so dozens of school children are taking each day their lunch in this bin, and so are taking ARP with them. And if you would be interested, there is a blue version for boys as well. but of course, they gave me the pink one for obvious reasons. So ARP is all around at the Kröller-Müller, and today even more than ever, because of the exhibition, The Poetry of Forms, of course, and because of the conference starting right now. So many thanks again to the Stiftung ARP for their trust in us and for the fruitful cooperation. I wish you all inspiring days and above all, a pleasant stay with us. Enjoy, and thank you for joining us. Ganz herzlich hier heute begrüßen, und ich freue mich sehr, dass Sie heute Ihren Weg ins Kröller-Müller-Museum gefunden haben und heute und morgen mit uns doch über das bisher reichlich vernachlässigte Spätwerk von Hans Arp und dessen Rezeption diskutieren wollen. Ich möchte Ihnen so ein bisschen was zu unseren Intentionen sagen, warum wir gerade zu dem Themenfeld diese Tagung veranstalten. Dass es gerade diese Phase von Arps Schaffen bisher bis auf wenige Ausnahmen noch nicht im Fokus der Forschung gerückt ist, ist doch reichlich erstaunlich. So erlebte doch Arp eigentlich erst nach 1945 seinen internationalen Durchbruch als Künstler. Natürlich war er schon vorher in Avantgarde-Kreisen und bei seinen Künstlerkollegen, vor allen Dingen auch den Künstlern der jüngeren Generation, reichlich bekannt und geschätzt. Allerdings erhält er erst ab Ende der 40er Jahre auch die institutionelle Anerkennung, die er schon lange verdiente. Diese Anerkennung zeigt sich zum einen an den vielen öffentlichen Aufträgen, die er hielt, wie beispielsweise Großplastiken oder Reliefs wie dem Berger des Nuages für die Universität in Caracas 1954 oder 1958 für das Großrelief für die UNESCO in Paris.
Zum anderen erhält Arp in den 1950er und 60er Jahren verschiedene Preise und ist in vielen nationalen und internationalen Ausstellungen präsent. So war er 1955 prominent auf der ersten Documenta in Kassel vertreten, ebenso wie auf den folgenden beiden Documenta-Ausstellungen 1959 und 1964. Zudem wird ihm 1958 eine große Retrospektive im Museum of Modern Art gewidmet und 1962 folgt eine weitere größere Ausstellung zu seinem Lebenswerk in Paris. Arp ruht sich nicht auf diesem internationalen künstlerischen, auf dieser künstlerischen Anerkennung jedoch nicht aus. Gerade in der Spätphase seines Schaffens führt er eine ganze Reihe von neuen Methoden in seine künstlerische Praxis ein. So entstehen zum Beispiel Ende der 1950er Jahre die sogenannten Schwellenplastiken oder schon früher Découpagen und Papier déchiré, in denen er für sich einen neuen Zugang zur Collage findet. Auch in diesen späten Arbeiten kommt, wie schon in seinen Werken der 1910er und 20er Jahre, Arps Wunsch nach einer Überschreitung und Vermischung der Kunstgattungen deutlich zum Vorschein. Zeitlebens stehen Poesie, Zeichnungen, Collagen, Reliefs in einem engen Dialog miteinander, wie Sie auch sehr schön in der Ausstellung sehen können. Es sind nicht nur formale Neuerungen, die sich in Arps Werk nach 1945 manifestieren. Gleichermaßen tauchen in dieser Zeit vermehrt Bezüge zur Mystik des Spätmittelalters oder zu antiken und außereuropäischen Kulturen auf. Auch als Dichter ist Arp in dieser Zeit sehr produktiv. In den 1950er und 60er Jahren entstehen eine ganze Reihe von Gedichten, die sowohl sprachlich als auch inhaltlich eine neue künstlerische Herangehensweise sowie ein Zusammenspiel mit den jüngeren experimentellen Poesie erkennen lassen. Doch nicht nur in Arps Dichtung kann man einen Dialog mit der jüngeren Künstlergeneration ausmachen. Man weiß, dass Arp den damals aktuellen Strömungen wie dem Informel, dem Tachismus oder dem abstrakten Expressionismus offen gegenüberstand. Seine künstlerische Herangehensweise wirkte maßgeblich auf zahlreiche jüngere Maler und Bildhauer. So besuchte sowohl der Amerikaner Ellsworth Kelly als auch, wie ich erst vor kurzem gelernt habe, der US-Künstler Ralph Coburn Anfang der 50er Jahre das Atelier von Hans Arp in Meudon. Beide Besucher zeigten sich, wie spätere Gespräche belegen, beeindruckt von seinem Werk, wie auch von dem von seiner Frau Sophie Teuber. Gleichermaßen waren der Franzose Camille Briand, der deutsche Maler Günter Frutrunk, die brasilianische Künstlerin Lydia Clark oder die polnische Künstlerin Maria Papa Rostowska von seinem Schaffen inspiriert. Das Interessante daran finde ich, dass man in Werken der Künstler diese Faszination am Werk von Arp nicht unbedingt ansieht, da diese Faszination vor allen Dingen auch auf konzeptioneller Ebene stattfindet und sich eben nicht unbedingt im Werk selber ausdrückt. Arps organische Formen wurden in den 50er Jahren geradezu zu einer Chiffre der modernen Kunst. Schon vorher fanden sie nicht nur Widerhall in der bildenden Kunst, sondern trugen sich weiter in der organischen Architektur eines Le Corbusier, Charoun oder Alba Aalto oder im Design und der Produktgestaltung der 50er Jahre. Die verschiedenen Facetten von Arps später Schaffensphase zu beleuchten und seine wegweisende Rolle für die Entwicklung der internationalen Moderne der Nachkriegszeit herauszustellen, ist das Ziel der diesjährigen Arp-Tagung. Wir freuen uns sehr, dass wir so viele hervorragende Redner für die Konferenz gewinnen konnten, die sich aus verschiedenen Perspektiven dem Werk von Arp nähern werden. Es ist uns eine große Freude, dass wir dies an diesem so wunderbaren Ort tun können, wo uns noch dazu diese schöne Arp-Ausstellung gezeigt wird, die uns allen einen umfassenden Überblick über das Werk von Arp und das Zusammenspiel der Formen und Medien vor Augen führt. Wir werden heute am späten Nachmittag im Anschluss an die Vorträge des heutigen Tages die Möglichkeit haben, uns von Francis Guy und Eric Robertson fachkundig durch die Ausstellung führen zu lassen. Die beiden haben ebenso wie Jeanette de Goede maßgeblich zur Realisierung der Ausstellung beigetragen. Den Dank an die Beteiligten hat ja bereits Engelbert Bühnig ausgesprochen. Noch möchte ich mich auch noch mal ganz, ganz herzlich beim Team des Kröller-Müller-Museums bedanken für die wirklich so unkomplizierte und herzliche Zusammenarbeit. Es war wirklich ganz großartig. Nun bin ich gespannt auf die kommenden Vorträge. Ari Hartog wird anstelle von Loretta Württemberger durch die nächsten beiden Tage führen und durch das Programm führen und die Diskussion leiten.
und ich freue mich nun auf viele neue Erkenntnisse und anregende Gespräche. Vielen Dank.